Na lecker. Tja, 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 tja. Tja, tja. Tja. Ich heiße Brüssel. Ich bin ein gnadenloser Verlieswärter während deiner Haftzeit. Und die dauert genau. Lass mich mal gerade sehen. Klebens. Für Deivel. Länglich. Klebenslänglich. Sag mal, ist das länger oder kürzer als ewig? Länger? Wahrscheinlich. Dachte ich mir doch. Schauen wir mal, was steht denn hier? Schauen wir mal. Fluchtgefahr. Was? Das ist doch einfach doof. Und natürlich wäre es gefährlich, wenn du versuchen würdest zu fliehen. Ich weiß nicht, wer sowas immer schreibt. Also das erste Risiko, das du eingehen müsstest, wäre der Versuch, den hier in die Finger zu bekommen. Hier raus. Du weißt schon, weil... Also, dann ein fröhliches... Klebenslänglich. Wenn du meinst. Ja, genau. Ein schönes Klebenslänglich, Gefangener. Hallo Leute, da ist mir das Spiel abgeschwört. Eben gerade, ja, deswegen nicht wundern. Ansonsten, ich habe jetzt hier bis dahin weiter gespielt. Und ja, ansonsten sage ich nochmal herzlich willkommen zu Toonstruck. Part, keine Ahnung. 20, 21. Weiß es gar nicht. So, wir wurden ja von Widerlos gefangen genommen und in einen Kerker gesperrt. Und hier können wir unsere Sachen sehen. Meine Sachen. Nett, dass er mir den Beutel dagelassen hat. Ja, stimmt, den bodenlosen Beutel haben wir noch. Aber halt unsere Sachen nicht mehr. Das ist wirklich das Zuhause von Widerlos. Sogar die Einrichtung ist sarkastisch. Willkommen. Was dem Typ an Charakter fehlt, macht er mit großer Schnauze wieder wett. Haha, was für ein Wortspiel. So, dann reden wir doch mal mit Rüssel. Vor allem, das Tattoo ist auch schön. Entschuldigung. Ja. Wir wollen den alten Rüssel um Gnade anflehen, wie? Der läuft mir gleich selber, der Rotz. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis. Oh, wie Teufel. Gesund. Oh nein. Nein. Ach, wie Deivel. Gesundheit. Ach ja? Was soll das denn heißen? Gesundheit? Noch so ein Scheißspruch und ich werde... Du wirst was? Niesen? Dir etwas antun. Und das wird dir gar nicht gefallen. Wir Oger haben da nämlich so unsere Methoden. Oger? Das ist doch kein Oger. Das sind alles Wildschwein. Hör mal, ich müsste mal auf die Toilette. Toilette? Na klar, warte, ich schließe dir die. Hey, du versuchst mich reinzulegen, oder? Komm lieber nicht auf komische Ideen. Wenn ich dich beim Fliehen erwische, dann werde ich... Ich werde... Du wirst... Was? Ich nehme mir etwas ganz Großes und... Das schwinge... Entschuldige. Schwinge ich dann rum und... Und dann... Dann... Wo war ich? Worum ging's? Um mich. Flucht. Besser nicht und so. Ja, genau. Besser nicht. Sonst... Ist klar, ja? Oh Mann... Welch lustige Figur. Trottel. Bist du mit Widerlos gut befreundet? Jo, Widerlos hat mich oft gelobt. Ganz oft. Wegen meiner... Warte mal, wie hat er das noch genannt? Ah ja, meiner totalen Inkompetenz. Geistigen Unzerlängstlichkeit. Und... meiner mentalen Instability.
spät. Ja, jetzt bist du dran. Ein wirklich großes Lob, aber zweifellos. Auf jeden Fall. Aber viel wichtiger ist, wie gut ich seine Geheimnisse für mich behalten kann. Die so wären? Ja, wirklich? Was für Geheimnisse denn beispielsweise? Was? Ach. Naja, ihr wisst schon, beispielsweise... Ja? Wie viele Sorgen wieder lustig macht, du könntest ihm sein Übernator-Dings da wegnehmen. Mhm. Weil das ja deine einzige Hoffnung ist, jemals aus dem Dienstbums zu entkommen. Aus dem Kerker? Schloss? Oder Schloss? Schloss, genau. Und so sage ich zu ihm, Boss, machen Sie sich mal keine Sorgen, denn A ist... Also A ist Rüssel auf Wache und drittens hat der arme Knödel da unten im Dings da, im... Verlies? Verlies, genau. Im Verlies ja keine Ahnung, dass er ihre Maschine stehlen müsste. Ja. Und das wird er auch nie rausfinden. Dank. Dank dir? Dank. Mir? Nein, dank mir. Willst wohl besonders schlau sein, wie? Okay, hier gibt es nichts mehr zu erzählen. Ja, dann halt, was ist denn mit deinem Rotz los? Wieso niest du hier eigentlich dauernd rum? Hast du Heuschnupfen? Nö, kein Schnupfen. Nur Allergie auf alles Mögliche. Ach ja, das kenne ich nicht so gut. Feuchte, bemooste Steine, rostige Ketten, Rattenköttel. Und besonders Staub. Das ist das Schlimmste. Und trotzdem verbringst du deine Tage in einem feuchten, staubigen Verlies voller Ratten. Ja. Warum fragst du? Also irgendwie tut er mir ja leid, was das angeht, weil das kenne ich nur zu gut mit Allergien und so. Das ist die Allergie. Spaß beiseite. Wer ist denn eigentlich diese verrückte Katze? Du hast Miss Gunst kennengelernt? Mann, du musst wieder los, aber wirklich sauer gemacht. Normalerweise ruft er die gruselige Katzenlady nur, wenn es wirklich ernst ist. Er ruft sie? Lebt sie denn in der Stadt? Nein, sie hat ein Zimmer direkt hier im Schloss. Oho. Nur Widerlus und seine drei Oberschläger dürfen da eintreten. Soll das heißen, so ein wichtiger Kerl wie du darf nicht rein? Will ich gar nicht, selbst wenn ich dürfte. Da passieren nur merkwürdige Sachen. Diese Hexe kann dein Gehirn durchmixen wie ein Rührei. Schnipp. So, was ist denn mit meinen Sachen? Wärst du so freundlich, um mir diese zu geben? Zu bringen? Hey, könntest du mir mal gerade meinen Kram rübergeben? Scheint mir aus der Tasche gefallen zu sein. Klar doch. Hier. Oh nein. Du versuchst mich noch reinzulegen, oder? Nein. Was glaubst du, was ich bin? Ein Vollidiot? Ein Blödmann? Nein, ein Idiot. Glaubst du, ich bin ein Idiot? Nein, nein, nein. Nur ein Blödmann. Naja. Danke. Aber glaub bloß nicht, du könntest dich bei dem alten Rüssel einschleimen. Nee, du hast schon genug Schleim. Das bringt gar nichts. Wir Oger haben einen Ehrenkodex. Den aber noch niemand entschlüsseln konnte. Didim. Ja, mehr gibt es also nicht zu bequatschen, denn... Ja, tschüss, ne? Mach's gut. Tja, es war sehr nett, aber ich muss noch eine Menge klebenslänglich abkleben. Bis später. Hey, Mister! Ja? Von jetzt an sage ich dir, wann es bis später heißt. Ha! Natürlich. Ja. Bis später. Der ist ja... Er guckt ab und zu mal nach hinten. Weil mir ist schon eine Idee gekommen. Ach, für Deivel, ey. Nämlich, wenn hier diese Fußmatte, dieser Fußabtreter ist, der wird ja garantiert staubig sein. Jetzt muss ich bloß den richtigen Moment abwarten. Jetzt. Ob da wohl irgendwas unter der Fußmatte liegt? Natürlich. Ein Kristall.
Ein Kristall. Ein gelber Kristall. Okay. Ich wollte aber eigentlich die Fußmatte. Jetzt! Komm schon! Ja! Haha, Gitterstäbe. Mal schön ausklopfen. Es tut mir zwar selber irgendwie leid und es tut auch weh irgendwie irgendwo, weil ich kenne sein Leiden. Na, was soll's. Oh, oh. Na, oh, verdammt. Hey, hey, da habe ich ja richtig was abgestaubt. Badabum, psch. So, jetzt haben wir bestimmt den Zähnschlüssel bekommen. Dieses Klebenslänglich ist auch nicht mehr so lange, wie es früher mal war. Ich sollte meine Klamotten mitnehmen. Das wäre vorteilhaft. Was? Oh, ein Piepmatz. Ah, jetzt habe ich all den ganzen Stuss, oder? Juhu. Zweifellos ein Knastvogel. Erneut, badabum, psch. Hallo, Kleiner. Bücher, Bücher, Bücher. Hä? Jedes Buch sollte nur ein einziges Mal herausgezogen werden. Fang nicht damit an, das erste rote Buch herauszuziehen. Okay. Was? Hallo? Die blauen Bücher sollten in numerischer Reihenfolge herausgezogen werden. Das zweite blaue Buch sollte herausgezogen werden, nachdem zwei rote Bücher herausgezogen wurden. Verrücktes Huhn. Was? Willst du den Keks? Das dritte rote Buch sollte direkt nach dem ersten roten Buch herausgezogen werden. Nachdem ein blaues Buch herausgezogen wurde, wird in der Hälfte aller Fälle sofort ein rotes Buch herausgezogen. Natürlich. Oh nein, mir schwant Übles. Er hält sich jetzt aus meinen Angelegenheiten raus. Ich möchte ihn lieber nicht aufwecken. Er sieht so friedlich aus, wenn er nicht niest. Ja. So, wo geht es denn hier hin? Ihr drei bleibt hier in der Waffenkammer und passt auf. Ja, euer Übelkeit. Aufpassen, aufpassen, ja, Sir. Den Gefangenen Malblock. Sollte er es irgendwie schaffen, an den Wachen und an den Falltoren der Waffenkammer vorbeizukommen, findet ihr statt Sprengstoff oder Waffen meine Sicherheitschefs, die ihn schon erwarten. Hey, das sind wir! Sie können auf uns zählen, Sire. Wir bewachen diesen Raum mit unserem Leben. Also, wer spielt mit Karten? So viel zu überwachen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Aquarium. Was ist das? Eine sehr ausgefallene Sicherheitstür. Du willst rein? Prima, ich liebe Besuch, aber du musst erst mein lustiges Türspiel spielen. Oh nein. Viel Spaß! Ja! Oh. Oh nein, nicht sowas. Bitte nicht sowas. Ich hasse solche Spiele. Ich kann mir sowas nie merken. War das Auge, oder? Ja. Auge, Zunge. Stufe 1 geschafft, oder wie? Ja.
Linkes Auge, rechtes Auge, rechtes Auge, linkes Auge, Zunge. Linkes Ohr. Jetzt bin ich wieder raus. Scheiße. So, Nase, das. Ich glaube, das. Linkes Ohr. Rechtes Ohr. Ha! Sorry, wenn ich gerade zu wenig sage. Ich bin gerade hochkonzentriert. Scheiße, jetzt bin ich wirklich raus. So, linkes Ohr. Ich glaube, rechtes Ohr, oder? Und jetzt? Linkes Ohr? Scheiße. Au! Kein Grund, gleich die Nase hochzuziehen. Ach ne, das mache ich ein andermal. Jetzt habe ich keinen Nerv dafür, absolut nicht. Oh, hier der Fisch von Ariel. Nicht, dass ich das kenne. Hallo. Der Fisch scheint der Wächter dieser Schatzkiste zu sein. Aha, Schatztruhe. Alter. Dann sage ich erstmal, für diesen Part ist erstmal genug. Und wir sehen uns dann halt beim nächsten Mal wieder. Also ich verabschiede mich hiermit und sage, Tschüssikowski, Wiederschauen, reingehauen. Fahrt mich bis auf ein Auto und Tschüssili.